So, hallo und herzlich Nimmst du willkommen. auf? Hier ist wieder euer Pilcher. Ja, ich nehme auf. Und hier, vielleicht habt ihr es schon gehört, mit dabei ist hier Toko. Ich hoffe, ihr könnt ihn einigermaßen verstehen. Wir unterhalten uns gerade über Hallo. Skype. Und ja, wir machen gerade eine Bildschirmübertragung. Und naja, dann wollen wir mal gucken, wo wir eigentlich ja, beendet haben. Mit schön wenigen Schneller. Frames. Ach ja, genau, wir wollten ja die. Wir wollten ja diese Quest mit der Nierenwurz mal machen. Und ja, Leben. der Yotoko, der darf hier gleich mal etwas vorlesen. Und zwar das Ja. Nierenwurz-Send schreiben. Okay, los geht's. Lies Damit vor. komme ich beim nächsten Thema, dem leuchtenden Rhizom der als Nierenwurz bekannten Pflanze. Diese erstaunlich widerstandsfähige Wurzel, einst in fast allen größeren Gewässern zu finden, ist inzwischen äußerst selten geworden und akut vom Aussterben bedroht. Ich selbst habe noch nie in ihre knochigen Triebe zu Gesicht gekommen, bekommen, da sie selten in Sichtweite der Straßen Kyrodiils erwächst. Cyrodiils, ja. Kyrodiils, Schön. ach, fick dich, Entschuldigung, ich meine dich. Den Aufzeichnungen des bekannten kaiserlichen Kräuterkundigen Kivios oder wie auch immer, Regalien zufolge war die Nierenwurz früher häufig im ganzen, nee, häufig Häufig und und, im ganzen Land verbreitet. Ja, Entschuldigung, tut mir leid. ja. Aber es vermutete, dass ihr Wachstum durch ein verheerendes Ereignis gehemmt wurde. Während viele Gelehrte diese These ablehnen, dass die Sonnenfinsternis von, Irgendwas, ja. ja, Das, ja. katastrophale Wirkung auf alles pflanzliche Leben hatte, vertritt Kivios die Ansicht, dass das Erbgut der Nirnwurz durch den über ein Jahr andauernden Sonnenentzug beschädigt wurde. Während andere Pflanzenarten diesen Mangel irgendwie kompensieren konnten, habe Nirnwurz aufgrund ihrer geheimnisvollen magischen, Hier war hier ja, ein bisschen Natur. der magischen Natur besonders empfindlich auf den Klimawandel reagiert. Ob diesen zutrifft oder nicht, auf jeden Fall stimmt es, dass die Nirnwurz im Laufe der Jahre immer seltener anzutreffen ist. Das Verblüffendste an Studien von Kivio Ja, Kivis ist, dass er in seinen Notizen zu dieser Wurzel ihr gelbliches Leuchten beschreibt. Der Nirnwurz von heute hingegen leuchtet sanft bläulich oder weiß. Da leider seit den Studien von Kivios die Nirnwurz nicht mehr viel erforscht wurde, ist unbekannt, wann und warum diese Änderung eintrat. Meine These heute lautet, dass die Nirnwurz, obwohl nur eine Pflanze ein ihr drohendes Aussterben geführt und ihre Natur selbst verändert hat, um zu überleben. Eines der offensichtlichsten Merkmale der heutigen Nirnwurz, das diese Theorie unterstützt, ist die Tatsache, dass sie jetzt unter der Erde ohne jegliches Sonnenlicht zu überleben Hör mal. vermag, obgleich im Allgemeinen nur Moose und Pilze unter solchen Bedingungen auch wachsen. Pilzschaf. Habe ich zwei beglaubte Aussagen von Personen, die behaupten, Nirnwurz in tiefen Höhlen gesehen zu haben. Nicht ein einziges Mal erwähnt Kivios in seinem umfangreichen Notizen ein unterirdisch wachsender Nirnwurz. Aber wie kann das sein? Wie kommt es, dass eine... Meine Güte, der Text geht mir zu lange. Ja, Ich habe jetzt keinen ich Bock. löse sie gleich ab, noch den Absatz. Ja. Ja. Wie kommt es, dass eine an der Erdoberfläche wachsende Pflanze auf einmal in ihrer Umgebung auftritt, die von ihrem normalen Habitat völlig verschieden ist? Die Antwort, verehrte Kollegen der Alchemie, ist in Aufzeichnung von Kivios selbst verborgen. Genau, die werden wir nachher auch noch lesen, die darfst du mir wieder vorlesen, nee, Schatz. Also jetzt mache ich mal Nee, warte, weiter. ich will jetzt lesen, ich will jetzt lesen. Obwohl er in seinem Laboratorium sehr viel Zeit mit dem Studium der Nirnwurz verbrachte, versäumte er es, etwas sehr Wichtiges näher zu untersuchen, nämlich das Erdreich. Wie gesagt, vertrat Kivios die Theorie, dass die durch den Ausbruch des Roten Berges verursachte Sonnenfinsternis zum Verschwinden der Nirnwurz beigetragen hatte. Tut mir leid. Dem stimme ich zu. Diese Theorie möchte ich jedoch mit der These ergänzen, dass die Asche, die ein ganzes Jahr lang vom Himmel fiel, sich mit der Erde vermischte. Blablabla. Ey, das verstehe ich sogar. Mit Schön. der Erde vermischte. Nein. MacAff. Nein. Schön. Ja, wirklich schön. Entweder geht er Wir jetzt haben... weg oder... Also ich habe hier gerade einen blöden McAfee drin. Ich könnte mal ganz kurz rausgehen. Nee, kann ich nicht. Aus Problemen kann man nicht rausgehen. Ach egal, dann lesen wir noch schnell fertig. So gut es Nee, ich habe geht. jetzt keinen Bock mehr. Schließ erstmal Mike Affe. Nein, das geht jetzt so schnell. Da müssen wir wieder nach... Ja. Untersuchung vorgenommen. Ah, ist weg.
Diese weisen so gut wie keine magischen Eigenschaften auf, zumindest keine, die sich in einem solchen Umfang auf die Pflanze hätten auswirken können. Allerdings besitzt das in winzigen Mengen in der normalen Asche vorkommende sogenannte Aschensalz in der Tat sehr starke magische Eigenschaften. Man erzählt sogar, dass einige Bewohner Dunmeers diese Eigenschaften dazu genutzt haben, ein Heilmittel gegen die Krautfäule herzustellen, die ihr Gebiet vor vielen Jahren heimsuchte. Ich glaube, diese Magie hat in Verbindung mit den innewohnenden magischen Kräften der Nirnwurz die radikale Änderungen herbeigeführt. Kurz gesagt, die Wurzel hat sich selbst geheilt. Ich gehe davon aus, dass meine beiden Thesen in engem Zusammenhang stehen. Die Pflanze musste überleben und zu diesem Zweck nutzte sie ein Nebenprodukt dessen, was sie beinahe zerstört hätte. Keine andere Pflanze in der Natur ist jemals eine solche Metamorphose gelungen. Ich glaube, die Nirnwurz hat in einem relativ kurzen Zeitraum das vollbracht, wozu andere Pflanzenarten Millionen Jahre gebraucht hätten. Ja, schön. Wir müssen gleich durch. Bei mir ist gerade Portals, nicht Portals 2, sondern die CPU-Auslastung ist gerade 100%. Schön, das habe ich auch auf das. Naja, also jetzt, wir sind gleich durch. Ja, erinnert ihr zurzeit Video? Ja, also jetzt weiter geht's. Wie dem auch sei, eines steht fest. Die Nirnwurz steht kurz vor dem Aussterben. Sie enthält unerschlossenes Potenzial, mit dessen Hilfe Heiltränke erzeugt werden könnten, die ihresgleichen suchen würden. Ich schlage heute vor, dass wir einen kleinen Teil unserer Mittel für eine Forschungsreise aufwenden, um einige dieser Wurzeln zum Zwecke der Untersuchung zu sammeln. Ich habe eine Zusammenfassung dieses Vorschlags zu eurer Ansicht nach diesem Abschnitt des Symposiums entworfen. Denkt bitte über diesen Vorschlag nach, bevor es zu spät ist und die Nirnwurz nur noch in unserer Erinnerung lebt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, und das war's auch schon wieder mit dem Part. Ich bedanke mich für heute. Nein, natürlich nicht. Wir machen natürlich weiter. Ja. So, los geht's. Wir wollen jetzt die Nirnwurz suchen. Bin ich ja mal gespannt, wo wir die finden werden. Ja, es ist der Ladebildschirm dauert zurzeit sehr lang. Sehr, sehr lang. Eine Skype-Nachricht. Aha. Ja, Yotoko hat schon wieder eine Skype-Nachricht. Das ist ja schön. Du hast eine Skype-Nachricht. Das siehst du. Ja, das Publikum sieht es, glaube ich, nicht. Ist wahrscheinlich von ich glaube, ich weiß von wem. Aber ich habe mich doch auf beschäftigt gestellt. Der weiß doch, dass ich dann Let's Plays aufnehme. Ach, egal. Den wollen wir. Achso, von dem Typen soll ich übrigens noch sagen, dass du nachher mal anrufen sollst. Ja, das habe ich auch eigentlich vor. Falsche Richtung. Da geht's raus. Gut, da bin ich noch gar nicht. Wie, da bist du noch gar nicht? In Oblivion. Achso. Ja, das ist klar. Ihr wisst ja, wo ich bin. Ja, der Yotoko also, ist... Alle, die mich abonniert haben... Und jeder, der Pilzstoff abonniert hat, sollte mich auch, muss mich auch abonnieren. Ja. Weißt du, es gibt auch noch Leute mit einem besseren Verstand, aber, naja. Das bleibt natürlich euch überlassen und... Vor einem Portal 2 Let's Play Together konnte ich noch nicht sagen, mit meinem Projekten, aber ich habe das schon, also ich mache ja gerade extrem viel. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ich werde auch gleich nochmal als Protokoll ein bisschen aufnehmen, glaube ich. Jetzt kommt das große, ich will erstmal ein paar fertig machen von denen, zum Beispiel Mirror's Edge, habe ich jetzt noch mehr Lust, Mirror's Edge zu spielen. Edge. Und wenn wenn ich Mirror's Edge oder Alpha Protocol fertig habe von denen, dann lade ich erstmal hoch und dann, bis dahin, habe ich noch ein neues Projekt schon nicht geplant, aber ich sage jetzt nicht, was es ist und du sagst bitte auch nicht, was es ist. Das soll eine kleine Überraschung werden. Ja, ich weiß, was er meint. Nach kurzem Überlegen. Aber es könnte noch etwas dauern, bis dieses Projekt kommt. Das könnte noch dauern, ja. Ich schätze mal, es noch hat so euch gefallen. 7 Jahre etwa. Nein, natürlich nicht. Da hinten muss ich hin. Ich schätze mal, wann schätzt du, kann ich das Projekt beginnen? 3-4 Monate. Ja, keine Ahnung. Vielleicht schon ein bisschen vorher. Ja, weiß nicht. So in einem Monat ungefähr, wenn das Video draußen ist, oder?
könnte hinkommen. Ja. Achso, wird ne, ja, vielleicht ein bisschen länger, mal schauen. Ja, ich habe ja gerade eben, das wisst ihr wahrscheinlich nicht, ich habe gerade eben Portal 2 Together aufgenommen. Und da ist das Springen ja die Leertaste, aber hier kann ich mit der Leertaste nichts ausrichten. Na. Na, die Steuerung. Eigentlich ja. Leertaste ist eigentlich immer irgendwie springen oder sowas. Ja, eigentlich schon, ne? Problem ist es halt aufnehmen. Ich weiß auch nicht warum. Ja, E ist eigentlich immer interagieren mit irgendwelchen Objekten oder ja, sowas. Stimmt. Ja, gell? Eigentlich müsste man das andersrum machen bei Oblivion. Das E, das Aufsammeln ist oder so, halt Kisten öffnen und so. Und das Leertaste ja, dann ja, Ding wäre, springen. Ich habe das Schattenlaub nicht ja, dickicht erreicht. Nun kann ich nach der Wirt-Nirnwurz suchen. Schön. Ja, also wir werden jetzt nach der Wirt-Nirnwurz suchen. Und doch, vielleicht brauchen wir unser Schwert. Hit mir. Hier haben wir schon eine Nirnwurz. Ja, ich erkenne sie schon so langsam, die Nirnwurz. Wir haben... Hey, ich habe eine neue Nacht. Ich habe eine neue Nachricht auf YouTube. Dann hallo. Ich bin ein riesen Fan von dir. Deine Let's Plays sind genial. Du bist ein Gott. Du sollst dir nicht selbst Kommentare schreiben, Yotoko. Das macht man einfach nicht. Von Yotoko LP, ja, super. Nein, natürlich nicht. Nein, ich habe überhaupt keine Nachricht. Nee. Ich will mal. Also, jetzt hätten wir hier schon mal alle Nirnwurz eingesammelt. Ja, es sind nur drei, nicht viele. Die alle Nirnwurz haben wir eingesammelt, das finde ich voll krass, das ist voll abgefuckt, man. Jetzt warte erstmal. Ja, also ich würde jetzt sagen, ich habe eine ziemlich lustige und auch spannende Quest schon mal erkundet. Da würde ich sagen, ja, machen wir das doch einfach mal. Und was ist das? Ein Wolf. Stirb. Oh, gut, dass wir noch das Schwert dabei hatten. Nee, also da würde ich jetzt mal schnell reisen. Und zwar, jetzt muss ich das erstmal suchen. War es Profil? War es Profil? Ja, es war Profil. Glaube ich zumindest. Hoffe ich. War es Profil? War es Profil? Ja, es war Profil. Oder nicht? War es Profil? War es Profil? Ja, vielleicht war es Profil. Ja, könnte sein. Könnte gut sein. So, jetzt müssen wir hier wieder auf den netten Ladebildschirm warten. Was auch immer spannend ist, diese Tipps hier und... Hab Mitleid mit einem alten. Oh, ich habe eine Nachricht erhalten. Aber jetzt nicht auf Facebook. Meine Kinders werden euch für eure Facebook Hilfe dankbar sein. Gut, wie warte mal kurz, ich lade mal. Nicht gut. Ja, kennen. Oh, habe ich noch keine. Doch nicht. Habe ich noch keine Mirror's Edge? Nee, hast du nicht. Julianus euch. Wer hat das gemacht? Wer hat was gemacht? Ich? Warte, ich habe doch nur schon Mirror's Edge Let's Playlist gemacht. Eine Playlist gemacht, oder? Könnte sein, sagen wir so, könnte sein. Wir müssen mal hier schnell mal das hier aktiv schalten. Ja. Oh, sieht schön aus. Ich habe irgendwie diese doch so das Gefühl, ich bin mittlerweile viel gefährlicher geworden. Bis später. Seht euch vor. Ja, Yotoko sagt hi. Hallo, kannst du nicht sagen? Hallo. Warum hast du uns hi? Hallo. Total. Ein totaler Käse. Nee, ein totaler irgendwas. Ja, yeah. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Er sagt gerade, ist Duffs, irgendwas. So eine Art. Ja, ich spiele nämlich Oblivion gerade im Fenstermodus, sage, damit YouTube sage, auch was sieht. Stuff at... Hab ich, glaube ich schon. Ich sage, Stuff at... Oh, dich brauche. Hi! Nein, das wollte ich nicht. Hallo Schüler, ihr seid wegen einer Empfehlung hier, nehme ich an. Seid ihr bereit, sie euch zu verdienen? Ich bin bereit. Also, wir sind bereit, besser gesagt. Ich fürchte, ich habe nicht die Zeit dazu, etwas Konventionelles vorzubereiten. Ich mache mir um diese Situation bezüglich Ardalin Sorgen. Vielleicht könnt ihr mir da aber helfen. Ich kann nicht direkt daran beteiligt sein, weil ich das Mädchen sonst beschämen könnte. Ja. Ich muss mich kurz mit Varon Vamuri unterhalten und dabei werdet ihr etwas über die Macht der Illusion lernen. Ja. Sag mal ein bisschen was. Nein. Bitte, ich suche verzweifelt nach Hilfe. Könnt ihr mir vielleicht helfen?
meinen Freund Hinantier genau, zu finden. Genau, das ist die Quest, die ich eigentlich wollte. Da muss man erst mal gehen, ausgehen und dann wieder kommen. Ja, Hinantier. Er fehlt mir so. Wir haben zusammen an der geheimen Universität studiert und sind uns mit den Jahren immer näher gekommen. Seine achtlosen Experimente bringen ihn immer wieder in Teufels Küche. Und ich fürchte, das ist auch diesmal passiert. Vielleicht. Ich werde euch die Wahrheit sagen, da auch ihr ihm helfen wollt. Hinantier ist nicht verschwunden. Ganz im Gegenteil, ich weiß genau, wo er ist. Könntest du mal bitte die Nachricht vorlesen? Das ist unnötig. Achso. Ich kann ihn nicht befreien. Warum die Täuschung? Hinantier war gewarnt worden, dass er aus der Gilde ausgeschlossen wird, wenn er noch einmal ihre Regeln ignoriert. Diese Regeln verbieten das Ausführen von gefährlichen Experimenten daheim. Solche Experimente sind in der Gilde unter Aufsicht eines Getreuen durchzuführen. Ich will nur was anmerken bei Oblivion. Ich finde das Charakterdesign, also die Gesichter hätten sie ein bisschen schöner machen können. Heimlich weiter experimentiert. So stimmt, finde ich das jetzt nicht. Wenn die Sache rauskommt, wird er ausgeschlossen. Ich meine, wir sind von 2003 und die Welt sieht auch klasse aus, aber ich finde, damals gab es trotzdem schon bessere Charakterdesigns und das hätten sie schon ein bisschen doch ich finde. Das Gesicht nicht, also. Wenigstens so. Gut, es ist halt ein Argonia. Toll. Mir ist alles recht, was euch passt und mir Hinantier zurückbringt. Mhm. Lasst es mich wissen, wenn ihr bereit seid, zu ihm zu gehen. Aber beeilt euch bitte. Wir sollen uns beeilen, das heißt, das werden wir noch ganz schnell in Oblivion alle Portale schließen. Danach nach Shimmering Isles gehen. Nee, das habe ich sogar vor, bald zu machen. Aber wie gesagt, ja, da wollen sie ja nicht zu lang warten lassen. Seid ihr bereit, mir zu Hinantier zu folgen? Ja, geht voraus. Fantastisch. Schön, ja. Also los. Ich fürchte, hier muss ich wieder meinen Stab zücken. Das könnte gefährlich werden. Ja, sie läuft natürlich nicht los, weil ich... sehr schön. Sie wartet auf mich und ich warte auf sie. Sehr praktisch. Sehr praktisch. Oh. Ich finde es so falsch, dass die Videos so lange rendern. Bei dir rendern sie ja nicht so lange, oder? Also, wer es wissen will, bei mir dauert ein Video zu rendern circa eine Stunde. So, um den Dreh rum. Ja. Und zwar also 15-minütiges. Bei mir... So, hier müssen wir eigentlich nichts mehr machen. Ja, die Beschwörungsmagie, die haben wir auch schon gleich, auf Lehrling gelevelt. Wir haben ja schon Skelette beschworen und das war ja schon sehr... Novizen-Distillierkolben. Ja, sehr schön. Mhm. So, wir folgen jetzt erstmal. Jetzt redet sie mir noch gut. Nun, wie ihr seht, ist Hinantier hier gefangen in seiner eigenen Traumwelt. Du bist viel zu weit hinten dran, Yotoko. Es geht so nicht. Hinantier hier. Wir gehen nicht weit. Also kein Grund, sich auf eine lange Reise vorzubereiten. Wir sehen nicht weit, also kein Grund, sich auf eine lange Reise zu bereiten vor. Er ist sogar noch in der Stadt. Mehr kann ich nicht sagen, er könnte jemand uns belauschen. Du bist circa 2 Sekunden hinten dran. Adaline. Traumwelt. Ich warnte ihn, dass es zu riskant sei, zu seinen eigenen Träumen zu reisen. In seinen Traumwelt zu reisen. Aber wie eigen immer wollte ihn nicht auf mich hören. Immer muss alles Willen geschehen. Hinantier schuf einen Zauberomelett. Damit kann man seine eigenen Träume betreten. Ja, ein Zauberomelett, das hätte ich auch mal gern. Jeder kann träumen. Sicher, aber dies ist anders. Amulett an, betretet hier eure Träume mit einem träumerischen Abbild eurer selbst. All eure Gedanken, Fertigkeiten und Talente reisen mit euch. Euren Kopf befindet sich euch, dass sich ihr erforscht. Quasi eine neue Land. Moment, stammt er gerade eine neue Land? Nein, eine neue Welt. Für sich selbst zu machen. Ich kenne nicht alle Details. Aber das Amulett bringt mich direkt zu diesem Übungsplatz. Seit 3 Tagen sitzt er nun schon in seinen Träumen fest. Ich habe ihn beobachtet und nicht ein einziges Mal war er wach. Er kann nur gerettet werden, indem ihr das Traumweltamulett anlegt und einschlaft.
Ich. Nur so könnt ihr hoffentlich erfahren, was geschehen ist. Ich lieg nur in Tanga am Bett. Was machst du so? Hab mir gerade voll den fetten Popel aus der Nase geholt. Bah, wieso hast du mir eklige Sachen? Du hast doch angefangen. Ja. Also, ja. Sehr schön. Ich fürchte, dass ihm keiner seiner Freunde dort helfen kann. Da ich Teil seiner Erinnerungen bin, könnte er mich als Traumgespinst abtun. Die einzige Möglichkeit besteht darin, dass ein Fremder seine Träume betritt. Ach so, ja, hallo. Wenn ihr bereit seid, dies zu tun, will ich euch das Amulett geben. Nur ich weiß, wie es ihm abgenommen werden kann. Okay, ich bin ja eigentlich bereit. Ihr müsst dort sehr vorsichtig... Bei mir ist alle gerade irgendwie alles so extrem langsam. Seht euch, seid ihr bereit, ich glaub, die Traumwelt viele Sachen, zu nicht. Betreten? Hat Katja L. Punkt. Hat schon jemand die aktuelle Stunde über diesen kranken Typen aus Norwegen gehalten? Die weiß es echt nicht, oder? Zumindest habe ich nichts mitbekommen, war das, als ich in Frankreich war? Oder habt ihr es noch nicht? Bitte legt euch hier in das zweite. Das nehmen wir noch nicht. Es könnte nicht funktionieren, wenn ihr zu weit von ihm entfernt liegt. Oh scheiße, mein scheiß Internet. Ich werde über euch beide wachen und euch beschützen. Oh je, fast hätte ich etwas vergessen. Hinantier meinte einst, wie lange machst du den Partner? Sollte er in seinen Träumen sterben, wo du redest noch mit den Leuten, ja. Darin umkommen würde. Seht euch also vor. Ja, wir sollen uns vorsehen. Joa, bei mir hat's... Jetzt ist Zeit für ein Nickerchen. Das ist schön. Oh, warte, ich schau mal auf Origin und schau jetzt mal, was der... Du weißt doch, meine Freunde. Ach so, ja, Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Freunde. Wir wissen, was der... So, genau. Meine Spaß, wenn du Spiele hat. Mal gucken. Ja, wir sollen jetzt schlafen und in die Traumwelt von diesem netten Hinantier gehen. Aber das werden wir natürlich erst in der irgendwie nächsten Aufnahme machen. Irgendwie wirkt es... Ich habe einen, was für ein Seelenstein? Kleiner Seelenstein. Irgendwie denke ich gerade bei der Aufnahme, was du gerade aufnimmst, irgendwie denke ich gerade eine Mischung aus Inception und Minecraft. Ahnung, wie es war. Aber. Also, jetzt haben wir erfolgreich gespeichert. Ja, das ist so. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, wenn wir die Traumwelt erforschen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.